Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Show League of Legends von Yunoi. Heute zeige ich euch mal, wie ich meinen persönlichen Off-Tank Yorick bilde. Also, wir fangen natürlich ganz klassisch an mit unserem Q-Spell, weil ich benutze den hier eigentlich gerne in der 3er-Map, weil man hier dadurch so ein schönes Lauftempo bekommt. Ich lese es vor. Der Q-Spell, Omen des Kriegers. Der letzte Atemzug. Ich mache erstmal hier kein First Blood, weil das ist mir zu heftig, weil die haben mir jetzt alle so viel. Ach, sowas finde ich. Und natürlich bekommt man auch so für sowas keine Assist. Ja, mir haut gerade wieder schön die Fragezeichen raus. Leider ist es kein Bot-Match, sonst würde ich gleich einen Neuanfang machen. Weil es ist nicht Standard, dass ich sterbe. Aber ich war jetzt natürlich 3 Wochen im Urlaub. Und man merkt das an meinem Spielstil. An meinem Spielstil schon wirklich sehr, wie schlecht ich bin. Wer benötigt meine Dienste? Hätte ich es jetzt gescheit gemacht, wäre ein Gegner gestorben und ich hätte einen Assist bekommen und einen Kill. Und wäre nicht gestorben oder nur durch Ignite von Jax. Aber nein, ich bin halt nicht der Glückspilz der Nation. So. Die Antwort. Ich habe hier gerade einen kleinen Leck. What the heck? Why do I have this leg? Ich muss mal ganz kurz meine Augen auf mein Handy haben, weil das ist wirklich in letzter Zeit. Ah! Nix, Kamera Upload hier. Handy, hör auf, irgendwelche Uploads zu machen. Kann man irgendwie abbrechen? Das Unvermeidliche. So, Handy, gehen wir auf die Eier. Und mein Ping sinkt hier oben links in der Ecke, seht ihr das hoffentlich? Ich fange jetzt mal an, gescheit zu spielen, aber bei dem Slow von Yorick, von Nunu, wird das schwierig. Ich glaube, ich schneide es hier vorne erstmal raus. Ich mache ein kurzes Let's Show. Und zwar, wie ich meine Sachen löse. Dafür soll ich hier vorlesen, der Q-Spell. Also, Omen des Kriegers. Yoricks nächster Angriff verursacht 30 plus 66 normalen Schaden und beschwört einen schemenhaften Ghoul, der bis zu 5 Sekunden bestehen bleibt. Dieser schemenhafte Ghoul verursacht 8 zusätzlichen Schaden mit jedem Treffer und bewegt sich 15% schneller. Solange er sich bewegt und sich auch noch am Leben hält, bewegt sich Yorick ebenfalls 15% schneller. Richtig. Lass mir meinen Arm platt in Ruhe. So. Machen. Kate, ich habe einen Gegner getötet. Slackt. Und das ist Yorick Style. Das ist Yorick Style. So gefällt mir die Scheiße. So gefällt mir der Mist. Really good job. Ich muss mich natürlich auch für diesen einen Killstil entschuldigen, aber es ist doch ein besserer Game-Anfang als entgleitet. Ja, als ich mir vorhin hätte denken lassen können. So, wir rennen jetzt natürlich mal weiter und können das nicht einfach so stehen lassen. Ich würde gerne Musik einspielen, aber ich weiß nicht, da kommt wieder wie letztens diese bloppte, ich darf hier dieses Wort nicht sagen, das Unvermeidliche. Behörde und raffelt sich einen ab und dann kommen wieder diese so, okay, du stirbst. Ich bin Yorick und ich hasse Nunu. So, das ist mal geballte Yorick Power. Man muss nur ganz kurz mal ein bisschen Luck haben.
Und dann ist die Sache so, wie sie sein soll. Ja, wie ihr schon gesehen habt, habe ich mit meinem Q-Spell angefangen, dann mein E-Spell, um mein Leben zu regenerieren. Ich werde jetzt mein E-Spell auch hochleveln, damit ich auch Power diven kann. Okay, dann. Nee, lieber nicht. So. Alles hat ein mal kurz mein Senf dazu abgegeben. Ich muss mich ja für alles rechtfertigen. Man kennt mich vielleicht schon deswegen. 4-1. Naja, ich hätte vielleicht doch diesen ein oder anderen Pill als Assist durchgehen lassen müssen. Entweder haben die da einen Wort in dem Griff oder Flat war so dämlich und hat selber angefangen. Ich hasse Kate. Nein, Scherz. Ich kann ja nicht jeden hassen, jeden Gegner zum Champion. Obwohl ich das gerne ihr würde. Ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern. So, Jax Level 4. Wer benötigt meine Dienste? Oh, wir sind ja auch Level 4. Hätte ich vielleicht mal auf die Levelanzeige schauen können. Noch einen Minion, ein bisschen down. Glaub mir, den Minion, den du kriegst. Es gibt nur einen. So, ein Verbündeter würde getötet, weil wir Scheiße gebaut haben. Ja. Das war, ich würde sagen, entgleitet. Okay. Begleitet. Nunu, ich hab gleich wieder. Geist. Nie im Leben. Nie im Leben. Es gibt nur ein Ziel. So. So nennt man das Yorick-Style. Leider, leider ist ein Verbündeter gestorben, aber dem konnte ich jetzt, egal was ich tate, nicht mehr helfen. Ich hätte vielleicht noch eine kleine extra Ablenkungsmanöver Fähigkeit starten können, aber ich glaube, da hätte ich eher einen Fähigkeiten-Waste gehabt. So, wir haben Damage. Naja, Damage halt. Fähigkeitsstärken Damage. Wir holen uns jetzt eigentlich normalerweise immer erst den Dornpanzer, aber da die Gegner ja so begrenzt sind in ihren Möglichkeiten, holen wir uns einmal diese Rüstung, holen uns aber jetzt gleich... Ich muss mir den Bild von Jax anschauen, dann kann ich euch sagen, ob ich mir Warmox hole oder ob ich mir doch erst Dornpanzer hole. Und wie ihr seht, habe ich bis jetzt noch voll die Mana-Probleme, weil ich mit drei Spells, mit einer Kombi gleich wieder out of Mana bin. Ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern. Ein Gegner wurde getötet. So. Wer benötigt meine Dienste? Der Mensch ist auch noch Geschichte. Wenn er jetzt noch schön die Minions farmt. Genau. Geil. Das ist ja jetzt Geschichte. So. Was? Ich bin nicht... Lol. Vladirani. Der Tod ist mein gebotenes Geschenk. Ach Mann. Nicht sterben, my Bro. Ich hab verdammt nochmal kein Master. Alter Verwalter, das checks. Ach du Kot, ja checks. Ich bin mal nicht so greedy und gibt checks mal keine. So, just one, get the kill. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. So kann man strategisch LOL, strategisch LOL spielt. Hahaha, der war gut. Nein, also so kann man strategisch nur einen Gegner. LOL.
kann man auf jeden Fall strategisch nur einen Gegner ausschalten. Und einen Gegner feeden. Das, genau das Wort habe ich gesucht, feeden. Ja, das sieht man, was für ein Wortschatzproblem man hat, wenn man mal drei Wochen verrollt. Oder drei Wochen generell mal. Den Computer aus. Schaffen wir was am Epic Damage. Also, wenn er jetzt nicht gerade so viel Damage machen würde, würde ich sagen, Epic. Fucking, okay. So, Bruno, ich bin zwar nicht so der Pro. Ach, sterb ich. Nicht so. Ach, schon wieder Kato. Der Tod ist mein geborenes Geschenk. Blutrausch. Ach, Scheiße. Nein, das schreibe ich nicht. War mein persönlicher Fail. Was kauft uns hier unser Checks? Ach, der geht gleich auf Hybrid. Das heißt für mich, ich habe Probleme. Und zwar große Probleme. Naja. Sagen wir so, Leben schadet nie. Hat ein Verfallsdatum. Und am Ende muss ich mir das sowieso kaufen. Und unser Vladimir ist, glaube ich, mit 0 zu 6 schöner. Vladimir! Das war ein saugeiler Flash. So, ich mag die vier, die sind nicht mehr. Alle, wie viel Leben ich habe. Begrüßt das Unvermeidliche. So. Ihr habt einen Gegner getötet. Ich habe einen Gegner getötet. Toll, freue mich in Keks. Die Antwort liegt in der Erde. Ich freue mich in Keks. Ich find's krank. So, jetzt lass uns mal kurz den Tower machen. Wieder out of mana. Wir haben ein Problem, denn Caitlyn ist schon wieder weg. Achso, ja, Caitlyn. Haha, ich vergaß. Hauen wir uns doch mal ein Dornpanzer-Upgrade rein. So. Und dann geht's ans Pionen. Caitlyn war zwar jetzt bis jetzt noch nie das Problem. Aber ich mag die nicht. Komm her. Kate, ich hab dich doch gehört. Ach, bitte. Wir haben. Tja, wieso rammeln die alle auf mich? Ich hab 0 Mana. Ach, so ein Krampf. Krampfiges Krampf. Der letzte Atemzug. Schade. 3 Deaths. Nee. Das ist unbedingt so. Ich hab 70 Mana. Das kostet 60 und der kostet 40. Wer benötigt meine Dienste? Das nächste Mal nehme ich mal Klarheit mit. Ich vergaß. Au. Und kranker Damage, kranker Schaden. Die macht schon echt mich tot. Das Leben entgleitet. Die Base, deswegen kann ich mal erreichen. Hilfe! So, ihr könnt mich alle mal. Ich. Oh, Shaku, I'm sorry. Ihr werdet euch an I should not be so.
Ich bin gleich dran. Nein, ich bin tot. Wie die Angst haben von dem? Wie die Angst haben? Ah, Shaku hat aber jetzt mal potenziell gefeedet. Ist ein potenzieller Feeder. Da er allen dreien Gegner einen Teil seiner 500 Gold legendären Summe abgedrückt hat. Not nice, not nice. Das Unvermeidliche. Wie die alle nicht raustappen aus ihrem Programm, ich kenne das immer. Da tappen Leute raus aus ihrem Programm, denken sie sind safe. Schade. Schade, schade, wäre zu schön gewesen. Ich krieg keine Last Hits, weil ich mich zum Klo anstelle gerade. So, von besser. Mein Last. Was? Das war mein Last Hit. Willst du echt Yorick Mori verarschen? Da bist du. Und der Vollschütze, das ist richtig. So, Nunu. Say goodbye. Ach, der Tower greift mich an. So ein Bullshit. Nee. Also ich Dornenpanzer. Oh nee. Wenn der Tank aus dem Gebüsch springt. Okay. Ah! Hello, my friend. I love it. Look my love. Alles hat ein Verfallsdatum. Great shot! In the middle of the corner! You wanna see some 2 vs 1 fights or some really unfair 2 vs 2 fights. Shaku will pwn the pwn all in this overfeated Shaku shit. I think I can heal this damage, I just need my other item. It called Atma's Imperio, I think. I don't know. Dark will not greedy. 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 Okay, I need my buff. I have my buff. My buff. My buff. Nein, ich habe nicht mehr. Really great. Also, Vladimir is still not bad. I won't. This was a bad idea, man. Oh man. Bad man. Füllt den Boden mit ihm. Was? 31 damage? Was ist das Tower? Are you kidding? Nur ein Ziel. Have you seen this? 31. Report Kate. Begrüßt das Unvermeidliche. Okay, wir verfallen eine englische. Einen englischen Slang. Wie ihr seht, während ich leuchte, muss ich mich doch ein little bit konzentrieren, weil sonst meine Kumpels wieder rumboxen, dass ich hier nicht bei der Sache bin. Das ist wie beim Golfen, weil ich war bei der Golfkreise. Wach. Ach nö. Oh no. Ach Mann.
Ach, das geht mir auf die Nerven jetzt. Der Tod Ach, das ist doch nicht ein gebotenes Geschenk. Okay. Check out the damage. Alter, dieser Shark ist echt ein Hammerteil ist der. So, 63 Leben her damit, 63 Leben her damit, 34 Leben nehme ich auch. Oh! So schnell kann's gehen. Ein sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, wie die Zeit aussieht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde das jetzt mal so hochladen. Wenn es euch nicht gefällt, seid ehrlich, drückt den Dislike-Button. Ich werde die besten Stellen rausschneiden, ein gescheites Let's Show Jorik rausbringen. Und ich danke für eure Rückmeldung. Bitte abonniert uns, gebt uns einen Favoriten. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Seid ehrlich. Bis dahin, euer Junol. Ciao.